Doppelschieß! Hier ist schon wieder Max-Verbot. So, ich habe hier eine Ansage zu machen. Was stimmt hier nicht in der Bude? Ne? Turboschmiede Wilhelmshaven. Folgende Geschichte. Sag mal, schmiedest du jetzt eigentlich Turbos oder was machst du den ganzen Tag hier? Das kann doch nicht sein. Warum heißt du Turboschmiede? Oder bist du Mofa-Schmiede? Machst du nur solche komischen Mofas hier oder was geht mit dir ab? Ich will dich in meinem Webcast haben. Sofort. Diesen Sonntag. Verstanden? Gut. Ansage fertig. Ansage. Braten. Ding. Auto hat keine Reifen mehr. Fahrrad. Hallo, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Max. Ja, so, Jungs, folgende Story. Wie gesagt, meine Ansagen nicht immer ganz ernst nehmen. Die mache ich nur aus Spaß. Ne? Das ist so eine Tradition, die will ich weiterführen. Max-Verbot ist halt Max-Verbot. Ja, rufen wir es nächstes Mal dabei. Nächsten Sonntag. Wir unterhalten uns über Tuning und über die Leistungssteuerung von diesem Auto. Wird sicherlich interessant. Gut, jetzt fangen wir unseren Q&A an. Ich muss mein Handy eben rauskramen und meine Gummibärchen aufessen, dann geht's los. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute überträgt Max Speedshop wieder einen Podcast, der eigentlich ein Webcast ist. Los geht's. Q&A startet jetzt. Alter, ihr könnt das hitzefrei nehmen. Die Bude hier, der ist ja bekloppt drin heute. Naja, können wir nicht mit ändern. Ich öl für drei, mach auch gleich Feierabend und reiß mein scheiß Ding hier ab. So, gut, fangen wir mal an mit dem Metal Tiger. Ne? Metal Tiger 88. Frage: Wie hast du es geschafft, dich mit der Urgurke zu überschlagen? Ah, ich habe früher für Alarm für Cobra 11 geguckt. Mich hat ein Lada gejagt mit Rammbügel. Vorne weg. Ich bin rückwärts Vollgas gefahren und wollte einen YouTuber machen. Bin aber dann beim behamsten Hermann, genau von meiner Halle damals, liegen, also hängen geblieben am Bordstein, hab den Wagen aufs Dach gelegt. Ja, so ist ungefähr damals passiert, dass ich den Wagen aufs Dach geknallt habe. Scheiße gelaufen, willst machen. Ja, deswegen ist die jetzige Gurke da. Die andere Gurke war halt krumm, die war nicht mehr zu retten. Von Heckscheibe war alles rausgefallen und sowas, aber ich bin nur den Tag noch Kaffee trinken gefahren mit dem Ding. Hatte nichts anderes zu fahren. Doof gelaufen. Tag später wird Golf 1 gefahren. Ne? Und zwei Wochen später lief die andere Gurke schon. So, Heinzel 123, haut auch wieder einen raus. Heinzel 123, den zaubere ich im Nuber bei. Hashtag Frage. Mehrere Fragen sogar. Erstens, warum kommen jetzt dauernd bei den Q&As Ansagen? Ja. Wenigstens immer, weil ich einen zu meinen hier Webcast einladen möchte, auf den Sonntagabend. Dann haue ich immer die Ansage damit raus. Bietet sich hier ganz gut an, ne? Sonst würde ich auch ein Video machen, was 10 Sekunden dauert oder 15 Sekunden dauert. Deswegen mache ich es halt immer vor unseren hier Q&A. Ich finde, das stört jetzt nicht so extrem. Nee, das nicht so böse. Das ist eher so eine Tanzverbot-Parodie von mir selber. Ne, irgendwie. Zwei. Holst du auch weit entfernte Zuschauer aus Bayern mit dem Taxi ab? Alter, ich hole nicht mal jemanden aus Oldenburg oder aus Fahrel. Das sind drei Orte, die nebenan sind, mit dem Taxi ab. Weil der Taxi steht hier drin, der fährt auch gar nicht. Alter, ich fahre mein Leben hinter Bayern. Da hätte ich gar keine Zeit für. Also nein. Definitiv nicht. Wann soll ich das machen? Zeittechnisch und kostentechnisch und ja, Taxi vielleicht mal irgendwann mal einen Gag später, wenn man passt zu Besuch kommt, dass man den mal abholt oder was. Aber das Taxi später ist mein Daily geplant. Oh, muss aufstehen für die nächste Frage. Wieso hängt eine Puppe über ein Taxi? Du lügst. Wo ist hier eine Puppe? Ja, ich weiß. Taxi ist dann vorher war anders. Meinst du die Puppe, die hier über der räderlosen Gurke hängt? Die hier. Keine Ahnung, die hängen schon seit Jahren in allen möglichen Hallen von mir. Das hat sich eingebürgert, keine Ahnung. Ist eine Tradition. Eigentlich gibt's da nicht mehr zu. Früher war die mit Kabelbindern am Kühlergriff in der Gurke fest. Deswegen sieht die auch so mega fettig aus. So mit der Strubbelhaare und sowas. So, Willy No Name. Ne, fragt. Frage, bist du schon mal in Simson gefahren? Wenn ja, welche? Nein, bin ich gar nicht. Also kann ich auch nicht sagen, welche. Hätte ich gerne, habe ich aber nicht. Hier im Westen kommst du selten zum Simson fahren. Wenigstens vor ein paar Jahren noch. Weil die gibt es in jeder Ecke. Vorher gab es die gar nicht. Einzige Simson, die ich hier habe, ist die hier. Simson Twister, kennt ihr die schon? Nee, habe ich nicht da. Hätte ich gerne, habe ich aber nicht da. Klinky fragt, was ist eigentlich dein Traumauto? Oh, die Frage habe ich jetzt locker schon 80 Mal beantwortet. Egal. Chevy K30. Ein Alttraumauto ist Renault Clio. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist ein Scheiß. Also Chevy K30, ne? Kostbar! Oh, vor 23 Stunden, gleich lange her. Wie wär's mal mit einem Passat 35i Nasenbär? Vielleicht.
wenn mal günstig einer kommt. Ich will nichts ausgrenzen. Das kann, ich habe mittlerweile schon Peugeot Nummer 6 im Fuhrpark. Deswegen kann ich wirklich sagen, könnte sein. Könnte auch nicht sein. Aber ich suche jetzt keinen. Da gibt es coolere Varianten als Kombi, finde ich, wie ein Nasenbär. Das ist mit einer Passat ein bisschen zu spießig. Und zu neu. So ab 83 ist das cooler, ne? Gamer Brother Autofreak. Da ist er wieder, mein Kollege. Zahlst du durch YouTube drauf, weil ja ein Haufen Kosten durch Halle, Autos und so weiter anfallen? Also Kosten, die du ja eigentlich auch ohne YouTube hättest? Ja. Oder ist einfach Equipment so teuer? Equipment zum Thema, ja, ist teuer. Ich habe meinen PC damals aufgerüstet, aber ja, nicht für dich, für YouTube. Da habe ich einen Haufen Geld reingesteckt. So eine Kamera, wie ich jetzt in der Hand habe, kostet 500 Euro. Da habe ich auch schon zwei Pfannen durch. Da habe ich noch zwei andere Kameras gekauft. Da kann ich schon sagen, habe ich gut Geld investiert, aber das sind nicht die Hauptkosten. Ich sag mal, was zahle ich drauf? Ich sag mal, Miete, ein bisschen was. YouTube finanziert nicht 1 zu 1 die Miete, vor allem halt nicht nachher Steuer. Ne? Und hier, ja, ich habe auch Autos gekauft, nur für euch. Ne? Hier, Trabi-Taxi-Umbau habe ich nur gemacht für euch. Ne? Für YouTube. Was noch? Der Golf 2, den ich habe, der schwarze. Habe ich nur gekauft für euch, für YouTube. Da hinten, das Ding da. Ne? E36, nur gekauft für YouTube. Ne? Sonst hätte ich lange nicht so viele Autos, aber ich will ein bisschen Abwechslung bieten und ich finde das eigentlich ganz cool. Und ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Ich mache ein bisschen Deckel von der Kamera ab, weil ich glaube, sonst wäre ich gleich beschlagen, weil ich vielleicht auch am Schwitzen bin. Ja, ne? Sonst eben Telefonpause. Hört ja. Denke ich gleich weiter. Und jetzt bin ich nicht mehr alleine hier. Telefon geklingelt, danach kam Tino um die Ecke. Ja, hier ist heute geschäftiges Treiben. Ne, Hanna? Genau, Hanna. So, ich mache einfach mal weiter, weil die nächste Frage geht mir sogar noch an Hanna. Also die übernächste Frage. Du weißt, cool fragt. Mein Trabi hält das so aus. Wird ein Golf 4 irgendwann mal was wert sein? Also nicht GTI oder 1,6er? Was sagst du? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Also nicht GTI oder 1,6er, normaler 1,4er. Einfach nochmal. Normaler Wagen. Nein. Meinst du nicht? Nein, nicht so viele von. Oh, ein Golf 1 ist doch auch Ewigkeiten gebaut. Nein, Golf 4, danach, Golf 4 ist Golf 4. Danach kommt Golf 5 und danach kommt Golf 6 und das Ja. sieht alles gleich aus. Da kannst du knicken. Weiß ich nicht, also Golf 3 ist mir wohl auch am Steigen, ne? Also ich sag ja, Ich aber sag in ja. 20 Jahren. Dann sind die vor nicht mehr in jeder Ecke, ne? Die Fragen gehen an dich, nicht an mich. Egal. Ich habe dich gerade stehen gehabt, selber schuld. So, eine Frage an Hanna. Hashtag Frage von Wuff Hoch Hoffmann. Wuff. Wann kommen mal ein Vorstellungs- bzw. Erklärvideo zu Hannas Fuhrpark? Hanna, zeig mal deine Autos. Welcher Auto? Alles, was du hast. Alles Roller, alles Dingsen, alles, was du hast. Zeig mal. Dein Klebeweber-Auto. Klebeweber-Auto, okay. Eingeklemmt da hinten. Dann sehe ich noch ein Motorrad und einen Elektroroller. Das ist gut. Was hast du denn für Modifikationen daran gemacht? Hast du irgendwas daran getunt? Hast du ihn schneller gemacht oder hast du ihn irgendwie hier umlackiert oder so? Kleber festgefahren. Ach so. Hast du noch was am Start? Oh. Oh, deine Simson. Das ist ja cool. Hast du auch ein Auto? Der ist noch bei Opa Hapfig. Das ist er gar nicht. Der ist hier. Nein, nur ein Auto habe ich hier. Soll ich jetzt, welches denn? Wo ist denn dein Auto? Dein Mercedes? Ich meinte den Bobbycar, der bei Opa Ach so, Fuhrpark. Also Hanna hat aktuell 1, 2, 3, 4 Fahrzeuge. Ne? Und hat sie noch am Start? Komm mit, Hanna. Ich weiß, wo der Mercedes ist. Aktuell hat er noch ein Großprojekt. Das steht da hinten auf dem Regal über dem Reifenlager. Weil nämlich Hanna hat euch einen Motorschaden reingefahren, ne, Hanna? Der ist kaputt, ne? Deswegen ist er auch nicht mehr hier am Rumstehen. Deswegen ist er nach oben gekommen. Weil er nicht mehr fährt, ne? Muss einen neuen Motor haben. Hat nämlich einen Getriebeschaden, der Mercedes, ne? Siehst du? Ja, das war Hannas Fuhrpark. Und einen M3-Spiegel dran bauen an deinen? So,
So, gut. Ich danke dir, Hanna. Machen wir weiter. Was haben wir noch? Ali Silla, wie viele Kilometer fährst du Minimum pro Jahr? Mit welchem Auto bist du jetzt am meisten gefahren? Mama, du bist für den Roller zu groß. Ich selber bin am meisten mit dem Auto gefahren, also 30.000 Kilometer. Alles andere verkaufe ich meistens immer noch kurzer Zeit, finde ich immer. Also ich habe Sammlungsautos, die fahre ich nicht so mega viel. Und ich habe einmal hier Daily Kisten, die ich für ein paar Mal 50 kaufe. Und die fahre ich dann irgendwie ein halbes Jahr und höre die weiter. Und ich habe hier meine Gurke, die verkaufe ich nicht und gucke die mal weiter und hoffe mal, die fällt irgendwann nicht auseinander. Deswegen habe ich hier wieder neue Siegerflex geklebt, die kann doch wieder funktionieren. Ne, Anna? Und ne, Frau? Gummibärchen-Dieb. Haben wir noch am Start hier. Wie viele Fragen sind das, wenn ich das fragen darf? Oh, 80? Mhm. Nein, das sind wir nicht. Ich glaube, über 20 oder was? Mein Lieben, Maximilian Primmel fragt, wann kommt ein Video, kommt was vom Jeep, der bei meinem Vater steht? Weißt du das? Kannst ja mal tun. Mein den Cherokee. Ach so. Dann denke ich wenigstens. Da kannst du nicht von viel von filmen. Ne? Das ist doch nicht mein Auto. Wenn ich ihn mal wieder gekauft habe, dann vielleicht. Solange ich nicht gekauft habe. Nicht. Aktuell stehen zu viele teure Sachen an, dass ich irgendwie auch ein Auto kaufen sollte. Wie sie so. Hanna will ihren Fuhrpark hier ausstellen. Siehst du das nicht? Mhm. Ja, ich finde, Hannas Folierkünste sind besonders. Hat sie das gemacht? Hat sie gemacht. Das ist schon die hat schon einige Klebebandrollen von mir zerstört. Ich muss nur das billige Band immer geben. Jetzt kommt der große Roller noch. Ja, da hast du jetzt was gesagt. Da hast du Batterien eingebaut, aber da. Funktioniert auch nicht so. Nee, die Batterien sind zu klein. Die haben zu wenig Ampere für das Scheißding. Ist das ein Umbau oder ist das Original? Das Original so. Das ist von Olli, das Ding. No Name for Real fragt, hör mal Mats, wie schaffst du das, jeden Tag so viele Videos hochzuladen? Wird dir das nicht irgendwann zu viel irgendwann? Manchmal? Du bist ein bisschen genervt, dass wir hier sind. Ne? Ich bin überhaupt nicht, ich hab nicht mit dir gerechnet. Papa, guck mal. Ey, hast du Besuch erwartet? Nein, wir haben nachher. Nee, der wird ja gleich kommen. Wir haben hier. Ja, du mich auch. Wir haben nach meiner Arbeit, da habe ich eigentlich nie Leute hier. Das ist total ungewohnt. Allgemein, du bist ungewohnt hier. Von der Fremdkörper, ey. Ich bin fast hingefahren. Aber nur fast. Hier ein bisschen spielen jetzt. Komm, muss das Video machen. Ja, da fehlt, glaube ich, nichts. Nicht böse gucken. Ich brauche doch Hanna für meine Videos. Ne, Hanna? Ja. So, haben wir denn noch hier? Oh, Erik Hubi, das ist eine Frage, die kann ich an dich weiterleiten. Ich frage jetzt 1:1 dich, okay? Mit Reaction auf dein Gesicht. Pass auf. Kennst du den Cursor de Baron und wie findest du ihn? Ja, den kennt er gut. Ich nicht. Du hast ihn besonders gut kennengelernt. Die heiße Seite. Die heiße Seite, er brennt gut. Ich habe tatsächlich einen gefahren. Nähere Zeit heißt ein halbes Jahr und dann ist er bei ihr abgefackelt. Auf der Straße. Na, Hanna, du weißt das auch noch. Ja. Papa hat einen Kreislauf. Was ist damit passiert? Feuer. Er hat die Feuer gegeben, ne? Und dann kam die Feuerwehr, ne? Ja, und danach kam die Rechnung von der Feuerwehr. Und dann war ich wieder am Schlucken. Nein, dann kam der Abschlepper. Genau. Der Kropatsch kam um die Ecke. Der schleppt alles durch die Gegend. Ja, und ich habe einen schlecht gelaunten Arbeitstag gehabt, alter Schwede. Ich wollte dir eigentlich gar nicht mitgeben den Tag. Du wolltest ihn unbedingt mitnehmen. Warum musst du das nicht mitnehmen? Weil der Sprit drauf war, oder was sollst du mitnehmen? Ich kenne Auto zu dem Zeitpunkt. Irgendwas war gewesen. Du hast unbedingt gebraucht. Du wolltest nicht Trabi fahren, oder was? Ja. Und dann hast du den mitgenommen. Ich glaube, ihn hätte ich heute noch sonst. Ich hätte ihn gelöscht, auch wenn ich ihn ausgepinkelt hätte. So, Modellamt wird fragt, kannst du mal einen Podcast mit Rufen machen? Ja, dieses Wochenende. Haben wir noch. Gurkenreparatur fragt, wie lange bist du schon im Trabi-Gurken-Fangruppe? Keine Ahnung, was meinst du mit Trabi-Gurken-Fangruppe? Alter, schreib richtig, wenn du schreibst. Ich kann nichts mehr damit anfangen, echt nicht. Guck mal, wie lange bist du schon im Trabi-Gurken-Fangruppe? Was ist eine Trabi-Gurken-Fangruppe? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht.
Also kann ich dir nicht beantworten, kannst du halt diesen Video aktuell so schreiben, dass ich auch weiß, was du von mir willst. Ja, ich glaube, das ist zu jüngere Zuschauer, das ist manchmal echt schwer, dann zu erkennen, was sie von mir wollen. Was machst du denn da? Du kannst doch gar nicht lesen, oder? Hofri fragt, wolltest du nicht mal an den Porsche? Ich glaube, das ist YouTube, als ich in deinem Alter war, noch gar nicht gab. Ja, hätte mich gefreut, zusammengeraucht. Achso, das war die Antwort zu den Dingsen. Also Porsche-Frage, ja, 15.000 Abos, hab ich versprochen. Aber erst dann. Ja, dann kommt der 44er wieder raus. Hashtag Frage von Finns Pocket Bike Speed Shop. Was ist laut dir das geilste Auto, was du hast oder hattest? Meinst du? Laut dir? Oder laut mir? Ja, laut erstmal laut dir. Das geilste Auto, was du je hattest? Mhm. Der Libero. Nein. Mein Trabi. Ist und bleibt der Camaro. Ist so, ne? Ich bin derselben Meinung. Und der Pontiac. Also eigentlich sind das so meine beiden Favoriten. Ja, Hauptsache Krach, ne? Ja, ist so. Ja, ist das. Hier. Die habe ich kennengelernt. Wenn ich kein Camaro gehabt hätte, hätte ich es nicht gekriegt. dann wäre das nie bei uns gewesen. Der Fisch steht immer staubig in der Ecke. Das Camaro weg ist Frau weg, ne? So kannst du das auch nicht sagen. Also Jungs, kauf euch ein Camaro. Christian Mock fragt, kannst du mal von deinem Polo 86C Kombi ein Video machen von der ZV mit der Verkabelung und so? Christian, ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht gemacht. Ich glaube, wenn das bei mir gewesen wäre, dann hätte das nicht funktioniert. Genau, das kann gar nicht angehen. Dann will wahrscheinlich immer abschließen, wenn ich ihn aufschließen will oder so. Oder andersrum. Oder gar nicht mal aufschließen, nur abschließen. Geht nicht. Also kann ich echt nicht so sagen. Ich kann das Ding mal zeigen, aber das, weiß nicht, was ich davon irgendwie machen soll. Oder keine Ahnung was. Hast du denn Gurke? Guckst du denn so? Ich will nicht gar kein Bild malen. Du willst kein Bild malen? Nee. Musst du ja auch nicht. Du kannst mir die Frage beantworten, okay? Frag mal, Johnny Biller fragt dich, ne? Hast du noch Autos, die du von der Öffentlichkeit fernhältst? Hast du welche? Unser Auto versteckt irgendwo? Geheime Autos? Ich weiß welche. Zu Hause hast du noch Autos, ne? Das war ein Dreirad, das keiner kennt. Ist das Dreirad, das du noch hast? Das große von Wilde Kerle hast du auch noch. Hast du noch stehen, Hanna? Bei Opa habe ich noch etwas. Das ist auch noch ein heimliches Auto, ne? Was keiner weiß, ne? So einer, ne? Also ja, Hanna hat ein paar Autos tatsächlich, die ihr nicht kennt. Hast du noch Autos, die wir nicht kennen? Irgendwie so hier Fuhrpark Nummer 2 oder so? Nee, du? Ich beantworte das nicht, ich halte das geheim. dieses Auto kommt schon, dieses Wochenende kommt schon wieder zwei Autos. Ach ja. Ne? Würdest du dir wieder einen Caddy kaufen? Meinst Caddy? Ja, warum nicht? Aber nicht unbedingt so hier. Höchstens meinen alten zurück mit 2 Jahren TÜV. Normaler Caddy wäre mir zu langweilig. Wenn du einmal Leistung gehabt hast, willst du wieder Leistung haben. Das stimmt. Die nächste T4, die ich mir kaufen würde, einfach nur mit Turbo, nicht ohne. Daniel fragt, so ein Gurkenmobil für den Roadtrip nächstes Jahr wäre auch geil, oder? So ein Fiat Ducato Wohnmobil. Ach du Scheiße, ich bekomme schon für 1.000 Euro. Stell dir mal ein 1.000 Euro Wohnmobil vor, wie er von innen aussehen muss. Und so richtig so abgespeckte Sitze drin und überall so braune Streifen dran und so. Nee, ich finde Kleinwagen geiler. Ich bin nicht so ein Wohnmobil-Fan. Bist du ein Wohnmobil-Fan? Ich finde das cool. Man hat Freiheiten, glaube ich. Ich habe noch nie bin in sowas noch nie mitgefahren, stell's mir aber cool vor. Aber wenn, dann muss es amerikanisch sein. Sonst ist es gerade so wie eine Bago oder und irgendwas, dann ne? Bist du auch geldlos. Bist du? Allgemein für den Urlaub und allgemein die. Weil die Benziner sind. Aber die sind cool. Also, falls nur einer einen über hat, immer ja damit. Wenig Geld. Oder ich nehme auch ein Robo mit Kofferaufbau. Das ist das, was Dingens hatte. Genau. Das sind irgendwie 50, aber ist nah dran. Hashtag Frage von Zweitarbeiter. Würdest du dir einen Traktor, wenn ja, kauf dir einen Zetor der Rosthaufen vor dem Herrn? Soll ich mir einen Traktor kaufen? Nein. Okay, Frage beantwortet. Meine Frau entscheidet sowas. Wir wissen jetzt gerade, sonst eigentlich überhaupt nicht. Gurgelbar, du fragst, ob mein Traumauto ist. Ich habe schon beantwortet. Was ist dein Traumauto? Also die fragen ja dich, was ist denn dein Traumauto? Ist ja egal, du bist jetzt hier, du bist mitgenervt. Weiß ich das nicht. Was ist dein Traumauto, ne? Habe ich schon beantwortet. Achso, doch, ich weiß es, K30. Hey, gut. Was ist dein Traumauto? Chrysler 300C. Mit oder ohne? Kein 300M, 300C, muss schon sein. Muss ein C. Was ist dein Traumauto?
Was möchtest du später für ein Auto haben, wenn du groß bist? Hier, wenn du 18 bist, ne? Fährst du ein Taxi? Taxi fahren mit 18? Trabi fahren? Hier. Käfer. Wie? Bist du kein Trabi? Das ist doch gut. Nein. Wie, kein Trabi fahren? Das hast du mal Trabi fahren gesagt. Käfer willst du jetzt haben? Oh, dafür könnte aber eng werden, du. Da haben wir ja keinen von stehen. Der hat mir gerade ins Ohr gepolt. Doch. Meine Kamera ist ganz fleckig. Kriegst du Ausschlag? Ja. Mama war das. Deine Mutter. Kann ich weiterlesen? Ja, aber ich habe schon wieder das Video auf vollem Bild. Oh, nein, ich wollte nicht eine Playlist hinzufügen. Machst du wohl meinen Lampenring wieder dran? Ich muss den immer noch neu schweißen, ich weiß das. Liegt schon seit einem Vierteljahr da in der Ecke. Hier ist auch so. Geht so, gerade so, ne? Ich muss so eine lange Hose an. Das stimmt. Ohne Hose rumlaufen, ja. Kommt in den Videos wieder nicht gut. Gar nicht gut. Die ist gut. Die ist das neue noch nicht voll ab. Die ist so wieder repariert. Nein. So, Finns Pocket Bike Speed Shop, hab wieder einen. Du hattest mal im Intro, wo du mit dem Bobbycar gefahren bist. Könntest du das entweder mit einem Pocketbike machen? Wäre mega guckig. Ich habe kein Pocketbike. Ich stelle mir das auch ziemlich bescheuert vor. Stell dir mal Max auf ein Pocketbike. Das sieht ja aus wie... Kennst du schon mal eins, weißt du noch? Ja, aber du bist nicht mitgefahren. Dann konnte ich ja gar nicht mitfahren, das würde dann passen. Würde irgendwo fahren haben, wenn die größer wird, das Pocketbike haben. Ich habe es für 10 Euro verkauft. Nein. Nein. So, Yannick fragt, wie viele Leute kennst du aus der Community? So wie ich weiß. Ach, das ist genau vor. Jetzt ist das weg. Warum ist das weg? Wie geht denn das jetzt hier auf? Wo? Ja, das ist Kipp-Handy, ne? Warte. Das Handy hat eine Macke weg, weil ich mal auf den Boden fallen lassen habe. Wie hieß der? Yannick. Die eine blaue Hashtag-Frage. Nee, laut vorlesen, so wie es kommt. Warte, ich muss mir das erst eben durchlesen, sonst kann ich das nicht. Wie viele Leute kennst du aus der Community? Da kann ich nicht so anfangen. Yannick ist ein feiner Kerl, ich kenne ihn echt. Community erkennt. Ich glaube, er meint, wie viele Leute du kennst, also persönlich kennst aus der Community. Mhm. Ja, aber. Wieso weiß nicht, wie man das schreibt? Er weiß nicht, wie man. Community schon mal C, stimmt. Ja, aber nee, der Witz daran ist, was ist das, das halt. Kann ich nicht vorlesen sonst. Ne, die erste habe ich auch verstanden, aber dann, ne? Wieso. Warte mal. Community erkennt wieso weiß nicht, wie man das schreibt. Schon das Community gewesen sein. Aber das ist halt dann schwer, ne? Also, nochmal klar vorgelesen. Wie viele Leute kennst du aus der Community? Viele. Ich weiß nicht, wie viele. Sehr viele. Kennst du viele persönlich davon? Alle. Ja. Sehr viele. Wahrscheinlich alle kennen. Viele schon, aber viele auch nicht, ne? ja, das war schon die Antwort darauf. Ja. Hashtag Feier, wurde Hanna auch im Gurkenprinzip gezeugt? Das ist eine Frage an dich. Nein. Nein? Hanna, wie wurdest du gezeugt? Was willst du von mir? Blümchen und Blümchen und den Rest könnt ihr euch Fahrrad, sagen. Einfach nur Fahrrad. Genau. Ja, das war's schon. Das war die letzte Frage. Ja, wir sind durch. Ja, das war unser Frage-Antwort-Spezial. Mit hier allen drum und dran, mit hier Familie und mit Durcheinander. Und überfordert damit. Echt, also ich fand's mal fertig geworden, weil da warst du mal nicht mal rein, weil ich die Frage. Mhm. Hast du wenigstens ein langes Video, auf uns heulen. Das Video ist jetzt, ja, ist lang. Gut. Längstes Community-Frage-Antwort-Ding ever. Denk dran, Sonntag rufen und so, ja. Munter. Papa. Today's episode. Max is a guy who is always in hurry, permanently pissed off, because his rolling shit of cars prevented him did the right stuff and bring YouTube content. Unfortunately, he also has no money in his pocket, because he always forgets to solve the problem with his PayPal account. Shit happens. Das war Englisch.